Peace, Freunde, was geht? Und ja, willkommen zum erneuten Video auf meinem Kanal. Ich glaube, mittlerweile ist es wieder 8 Tage her, seitdem das letzte Video auf diesem Kanal kam. Das erste Video war ja eher so ein, ja, wir kommen wieder rein Video. Ich habe euch meine letzten Einkäufe von dem Jahr 2021 gezeigt. Bin derzeit halt unten im Keller dran, habe ich euch ja auch im letzten Video erzählt, dass ich mir einen neuen Gaming Room, Büroraum halt unten im Keller gerade am Einrichten bin. Ende des Monats sollte es fertig sein. Da haben wir auf jeden Fall auch für den Hintergrund eine viel, viel coolere Location, also auf jeden Fall passender zu den Videos. Vielleicht werdet ihr nach dem Video noch ein Video sehen und danach sollten wir schon unten im Keller sein. Ich werde probieren, derzeit erstmal ein Video die Woche zu bringen, oder es wird halt so sein. Und sobald ich da unten im Keller bin, Anfang Februar, wenn es etwas ruhiger, sage ich mal, wird und der ganze Stress immer mehr abbaut, dann werden wir auf jeden Fall 2 Videos die Woche mindestens immer bringen. Heute soll es nochmal ums Thema Fashion gehen und ja, ich habe im letzten Video gesagt, ey, es ist kein Fashion-Kanal und jetzt haben wir 2 Videos auf dem Kanal und beide sind halt so Fashion-Videos. Aber ich muss sagen, das ist halt eine sehr, sehr gestellte Frage, die ich immer mal wieder auch in den Streams bekomme. Zuerst so deine Ketten, deine Ringe, deine Shirts, wo bekommt man gute Basic-Sachen her, sage ich mal. Und da habe ich auf jeden Fall einiges für euch am Start. Wir werden auch gleich einmal hier die Szene switchen, dann werden wir rübergehen am PC. Ich werde euch ein paar Seiten sagen, ohne, also hier ist nichts im Video leider irgendwie kooperiert mit irgendeiner Firma. Es ist alles einfach aus eigenem Zweck. Also ich zeige euch eher die Sachen einfach, die mir gefallen, wo ich denke, ey, okay, die haben Credits verdient. Mehr oder weniger, die eine Firma wird halt etwas größer sein, ihr werdet die alle kennen. Aber trotzdem gehen da auf jeden Fall meine Credits raus. Wir gehen rein ins Video, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und ja, viel Spaß. Ich habe meine Ringe und Ketten von Common Lines. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wird alles, wie gesagt, in der Beschreibung verlinkt sein. Muss halt auch sagen, ihr bekommt hier keine Ketten und Ringe für irgendwie 5 Euro oder so 10 Euro hinterhergeworfen. Ich habe mir mal zum Beispiel einen Ring bei Asus geholt und da kann ich euch einen ganz dicken Unterschied zeigen, warum ich bei, ich sag mal, Ringen, Ketten, Armbänder, ohne schlechtes Gewissen, ruhig mehr Geld ausgebe. Ich glaube, das sollte man jetzt schon hier erkennen. Also ihr seht, der eine ist hier komplett am Rosten, also der ist komplett verrostet. Den habe ich mir auf irgendeiner random Seite geholt, ich glaube sogar es war Asus, für 10 Euro. Und ihr seht, ja, er ist komplett verrostet einfach vom Wasser, weil ich damit halt, wie gesagt, geduscht habe oder halt wo auch immer damit war. Genau die gleiche Ringart, also genau die gleiche Dicke, sage ich mal. So, es ist komplett der gleiche Ring, nur auf einer anderen Seite geholt und ja, 20, 25 Euro bezahlt. Und ihr seht ja, er rostet zum Beispiel nicht und dementsprechend auch eine viel coolere Qualität. Allgemein, ich werde euch hier gleich alle meine Ringe, Armbänder, Ketten einmal vorstellen. Erstmal will ich euch zeigen, was ich mir überhaupt so bis jetzt geholt habe. Hab mir das Armband hier einmal geholt. Das ist die Kette, die ich habe und hierzu kommen wir gleich zu sprechen. Werde ich jetzt, sag ich mal, noch nicht spoilern. Dann habe ich mir diesen Cuban-Ring geholt. Also ihr seht, ich bin schon überzeugt von dem Ganzen. Ich habe hier nicht 65 bezahlt. Ich habe zu Black Friday für den Cuban-Ring, den ich hier an dem Arm dran habe. Oder an der Hand, so, so rum. Für den habe ich, glaube ich, 35 oder 40 Euro bezahlt zu Black Friday. Und auch hier zu dem Armband und den Armband, das nicht. Aber das Armband habe ich mir auf jeden Fall, das Armband hatte ich mir auch zu Black Friday geholt. Da war es auch nochmal etwas reduzierter. Warum ich auf der Seite bin, ich will euch einmal hier die Größenangabe sagen. Ich habe bei der Kette habe ich 45 cm. Hört sich falsch an, ihr wisst, was ich meine. Bei der Ringgröße muss halt jeder es für sich wissen. Ich habe halt extrem dünne Finger. Deswegen habe ich halt immer, egal wo, bei den Ringen immer die kleinste Größe am Start für meine, ja, Finger, sage ich mal. Bei dem Armband gibt es keine Größe, soweit ich weiß. Aber dafür, bei dem Cuban-Armband, hier gibt es auf jeden Fall eine Größe. Auch habe halt auch keine dicken Arme oder so, keine dicken Unterarme. Kommen wir erstmal hier zur Cuban-Kette. Die habe ich mir jetzt vor einem Jahr circa geholt. Und das ist mit Abstand die beste Cuban-Kette, die ich finden konnte. Ich bin da wirklich auf Jagd gegangen. Natürlich hier für, ich sag mal, weniger Geld. So, nicht für Kleingeld, das nicht. Aber für weniger Geld habe ich, glaube, die Kette hier kostet 50 Euro. Und 50 Euro eine anständige Cuban zu finden, die auch zum Beispiel nicht rostet, die gut sitzt, wie ich es halt haben wollte, war wirklich schwer, eine zu finden. Wenn ihr allgemein auch andere Seiten kennt, wo ihr sagt, ey, hier und da kann man coole andere Ringe, Armbänder, Ketten und sonst was finden, mit einer guten Qualität auch, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe für meinen Teil mich für die Seite entschieden. Seitdem kaufe ich da gefühlt alles ein. Ihr seht hier auch, wenn ich einmal das Shirt so etwas runter mache, die sitzt sehr, sehr gut. Also die sitzt enger am Hals. Ich hätte auch 50 cm mir kaufen können, hätte sie so ein wenig gehangen. Finde es aber cooler, wenn sie so etwas enger ist. Ich trage es halt auch gerne mal so über ein Shirt raus. Die bleibt halt auch so, die bewegt sich halt auch kaum. Das ist eigentlich auch ganz cool. Hier habe ich noch den Cuban-Ring und hier habe ich einen Ring, kann ich euch gar nicht sagen, woher der ist. Freunde, den habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Da kenne ich leider keine Quellenangabe für, aber vor allem dieser Cuban-Ring
ist zwar, ich glaube, kostet zwar 60 €, aber auch hier der beste Ring, den ihr auf der Seite finden werdet. Ist aber halt auch nicht so günstig, ne? Jetzt ist kein Angebot derzeit am Start. Zu Black Friday war er halt im Angebot. Ich glaube, liegt bei 60 € circa. Hatten wir, oder hatte ich euch ja eben einmal vorgestellt. Dann hatte ich mir auch einmal diesen Ring hier bei Asus geholt. Ich glaube, für 15 €. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile ausverkauft ist. Hat mir auch sehr gefallen. Ich kann den gefühlt auf jeden Finger tragen. Ich könnte den auch hier tragen. Hier wird der auch noch passen. Ist aber halt etwas zu groß, deswegen trage ich ihn dann hier auf den Zeigefinger. Auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gefallen. Da kam mir mal so vor ein paar Monaten, etwas länger auch schon her mittlerweile, wo das mit den Perlenarmbändern und Ketten in Trend kam. Da habe ich mir so eine Hälfte Perlen, Hälfte Cuban bestellt. Muss ehrlich sagen, ist an sich ganz cool. Bin nicht mehr so auf diesem Perlending-Film. Das ist mir irgendwie dann doch etwas zu viel gewesen, sage ich mal. Also ist nicht mehr so mein Geschmack. Und deswegen liegt die Kette mittlerweile halt auch nur noch rum. Vielleicht hier und da etwas unprofessionell, wie ich euch die Sachen vorgestellt habe. Aber ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Eindruck gewinnen. Und die Seite kann ich euch, ohne leider eine Kooperation oder so am Start für euch zu haben, Rabattcode oder sonstiges, kann ich euch die Seite nur ans Herzen legen. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu Basic Shirts und hier habe ich auch eins an, das ist von Reekday, deswegen bin ich auch direkt bei Reekday, das sind die Great Shirts, heißen sie, liegen teilweise bei 25 € für ein Basic Oversize Shirt, habe meinen blauen hier für 12 € bekommen, warum auch immer, war eher ein Angebot, habe es irgendwie random, sage ich mal, mitbekommen, weil ich gerade auf der Suche nach ein paar neue Basic Shirts war, habe es mir dann geholt, bin auch sehr, sehr zufrieden mit dem Shirt, ihr seht aber, viele sind schon ausverkauft, also sie haben halt auch schon ihre Beliebtheit, das ist jetzt irgendwie kein Ding, was ich hier irgendwie neu erfunden habe, bei Reekday irgendwie diese Oversize Shirts zu holen, das ist schon ein bisschen bekannter, muss ich sagen. Vor allem die Farbe finde ich sehr, sehr wild. Die werde ich mir wahrscheinlich auch noch holen, weil ich mir neue Schuhe bestellt habe. Die werdet ihr dann auch die nächsten Wochen im Video sehen. Und die haben diese Farbe von dem Shirt. Also da könnte man das auf jeden Fall Richtung Frühling, Sommer cool kombinieren. Wenn ich vom Fit hier ausgehen muss, also von den Reekday Great Shirt, vom Fit, von der Qualität, Preis, Leistung, würde ich das Ganze nur eine 8 von 10 geben. Trotzdem ist es gar nicht so schlecht. Das ist mein Problem halt mit den Reekday Great Shirts. Habe ich einfach, dass die Ärmel etwas zu kurz für meinen Geschmack sind. Das Shirt ist jetzt nicht gebügelt, ich habe das gerade frisch aus der Wäsche geholt, um es euch einmal hier vorzustellen. Aber ihr seht, die Ärmel hätten ein kleines Stück nochmal tiefer sein können. Geht es eigentlich fit, sage ich mal, nur dass mir die Ärmel etwas minimal länger sein hätten können. Und deswegen kriegt das ganze Teil nur von mir eine 8 von 10. Aber ey, ihr habt gerade gehört, ich will mir das sogar noch in so einem Grünton holen. Habe bis jetzt hier nur das Blaue von Reekday. Will es mir aber halt auch in einem Grünton holen, weil ich finde, das ist jetzt nicht so schlimm, dass man da irgendwie keine Shirts mehr einkaufen kann. Viele feiern das vielleicht auch etwas kürzer, die Ärmel. Ich mag das, habe jetzt keinen überbreiten Arm oder sonst was, dass es dann etwas weiter geht, aber auf jeden Fall noch kurz vom Ellbogen auf. Dann kommen wir, ja, zu Peso. Die müssen wir einfach mit, wenn wir über Basic-Sachen reden, reinhauen. Ich habe das schwarze Shirt und ich habe das weiße Shirt hier. Wollte ein schwarzes, weißes mit wirklich guter Qualität haben. Dachte, okay, Robby, vertrau Justin, der haut da immer wieder wirklich raus, dass die Dinger was können. Hab das Shirt und wie gesagt, das schwarze Shirt und beide sind 10 von 10. Also wirklich, das ist perfekt vom Fit. Die kann ich euch nur ins Herzen legen, wenn ihr da etwas mehr Geld ausgeben wollt, Richtung 50 € plus. Die Reekday-Shirts waren so für 25 €, aber hier macht ihr auf jeden Fall auch nichts falsch. Ich warte noch, bis das hier, ja, in meiner Größe hier verfügbar ist. Das würde ich mir dann auch noch holen. Aber ja, hier will ich auch nicht groß viel zu sagen. Ich kann mal eins anziehen. Auch wenn ich es hier mal anhab und aufstehe, ihr seht an den Ärmeln, ist es nochmal ein minimalen Stück größer als bei dem Reekday-Shirt. Oder was ist größer? Länger. Und das gefällt mir dann schon deutlich mehr. Also so finde ich die Ärmel perfekt. Also so, ja, seht ihr, ist es eigentlich das perfekte Basic-Shirt. Okay, wir haben eine 8 von 10 verteilt bei dem Reekday-Shirt, eine 10 von 10 bei Peso. Und jetzt kommen wir zu einer 9 von 10. Also hier ist es wirklich Qualität und den Preis zu vergleichen. Wir reden hier von nicht mal 15 €, also 14,90 €. Und ich habe gefühlt alle Farben so. Ich habe das Shirt, ich habe das hier, ich habe das Shirt, ich habe das Shirt, ich habe das Shirt. Das habe ich nicht, aber das, die haben noch viel mehr Farben, muss ich sagen. Vor allem, ich habe mir die immer in Köln gekauft, in dem Laden bei Uniqlo. Und hier macht man nichts falsch. Also ich habe gefühlt, glaube ich, 10 verschiedene Farben von diesen Uniqlo Basic Shirts. Warum es aber hier nur eine 9 von 10 ist. Hier habe ich jetzt das Uniqlo Shirt. Und was ich hier nur nicht so nice finde, ansonsten, ihr seht, es ist super. Die Ärmel sind hier ein kleines Stück länger als beim Peso Shirt. Aber ich sag mal, es ist noch maximal im Rahmen. Länger dürfte es halt dann wirklich nicht sein. Aber wenn es hier so runter geht, wird es hier in dem Raum, sage ich mal, etwas enger, wenn ihr versteht. Also etwas, es zieht sich etwas enger und es geht nicht so locker weiter runter. Ist halt natürlich, also man muss halt natürlich bedenken, dass wir hier von einem 14-Euro-Shirt reden und bei dem Peso-Ding von einem 50-Euro-Shirt. Also wenn ihr am Ende auf maximale Qualität setzen wollt, würde ich euch das Peso-Shirt
Ja, also ich würde sagen, investiert einmal das Geld vielleicht in einem weißen und schwarzen Shirt, so, weil man das halt immer trägt. Und die anderen Farben kann man sich vielleicht bei Uniqlo holen. Aber wenn ihr sagt, ey, nein, das Geld, so, was ist das Geld? Ich will nicht so viel Geld ausgeben oder ich habe das Geld gerade nicht für ein 50-Euro-Shirt, was völlig verständlich ist, dann könnt ihr easy zu Uniqlo rübergreifen. Da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch mit. Das war hier gerade wirklich Meckern auf hohem Niveau. Das ist halt beim Uniqlo-Shirt etwas enger runtergeht. Aber Jungs, ey, soll ich erzählen, ich trage die Sachen, also die Uniqlo-Shirt selber. Es ist nicht so, dass es mich irgendwie maximal abfuckt, sondern es ist nur so ein kleiner Kritikpunkt an dem Shirt. Ansonsten Top-Ding. Ich werde euch meine Größenangaben, was ich wo trage, in die Beschreibung mit reinschreiben. Bei Uniqlo ist es immer eine Nummer größer. Bei Peso auf jeden Fall immer eine Nummer kleiner, weil es dann zu oversized ist. Aber ja, so viel erstmal dazu. Ich würde sagen, Freunde, wenn es euch gefallen hat, war hier und da vielleicht nicht so professionell von dem Zeigen her. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem alles verstehen und seid euch jetzt nochmal einen Schritt klarer, in welche Richtung ihr Basic-Sachen holen wollt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne auf Instagram, ist auch in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schönen Tag noch und ja, haut da rein. My hoes in contour, my clothes are Tom Ford. My bros, they want war, so lock. When I'm on tour, yo, tell your guys. It's funny, I'm getting to the bag. Got these niggas mad, they just went and started telling lies. Tom Ford box the 7-5.